Als zweiten Programmpunkt würde ich gerne ein paar Worte zu den Aufgaben sagen, beziehungsweise die Lösungen mit Ihnen durchgehen. Wir haben in der ersten Aufgabe, das war Aufgabe Nummer 4, eine Anlage, die 5 Jahre lang auf dem Konto zu 6% liegen soll. Die Zinsen werden jeweils wieder mit berücksichtigt bei der nächsten Zinsausschüttung, also eine zinseszinsliche Betrachtung oder eine exponentielle. Der Unterschied in diesen 5 Teilaufgaben ist, wie sich der jährliche Effektivzins zusammensetzt. Und das geht im Wesentlichen mit der Formel für die unterjährige Verzinsung, wo sich ja dieser unterjährige Zinseszinseffekt aufbaut, wie wir gerade wiederholt haben. Ich habe Ihnen die Formel hier nochmal reinkopiert. Es gibt eine Ausnahme. Für die Teilaufgabe E brauchen Sie die stetige Verzinsung. In der Teilaufgabe A können wir die unveränderte Zinseszinsformel anwenden. Das heißt, wir setzen K0 mal Q hoch N ein. Q ist der Effektivzins für das jeweilige Jahr. In unserem Fall sind das hier 20.000 mal 1,06 für die 6% hoch 5. Und es ergibt sich einen Zahlenwert, den wir uns gleich in der Lösung anschauen. Bei der Teilaufgabe B ist es ganz ähnlich. Der Unterschied ist, dass jetzt unser Effektivzins gemäß dieser Formel mit einem M gleich 2 für die halbjährliche Verzinsung berechnet werden muss, sodass wir hier landen bei 20.000 mal 1 plus 0,06 geteilt durch 2 wegen der halbjährlichen Verzinsung, also 3% pro Halbjahr. Und das Ganze hoch 2, weil ich ja 2 Halbjahre hintereinander habe. Diesen Effektivzins, der hier jetzt in der eckigen Klammern steht, das ist der Effektivzins, Q-Effektiv, den muss ich dann natürlich nochmal potenzieren mit den 5 Jahren. Und auch hier ergibt sich dann entsprechend ein Zahlenwert, den ich gleich ergänze. Dann bei der Teilaufgabe C kann ich mir eigentlich 1:1 übernehmen. Der einzige Unterschied ist der Zweier, den tausche ich aus. Haben wir hier bei monatlicher Verzinsung, werden aus dem Zweier 12 Abrechnungszeitpunkte und entsprechend ergibt sich ein Zahlenwert. Wir haben hier noch ein 0,5% dann pro Monat, das abgerechnet wird. Bei D analog ändern wird sich nur die Zahl 12, wird dann hier entsprechend 365. Wir müssen tatsächlich hier mit echten 365 rechnen, weil ja wirklich täglich abgerechnet wird und damit ergibt sich dann entsprechend ein veränderter Wert. Teilaufgabe E, die letzte, sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz ansprechen. Da ist es analog, nur ist eben da der Effektivzins über diese Grenzwertbetrachtung gegeben. Das heißt, unser KN ergibt sich zu 20.000 mal E hoch Nominalzinssatz. Das wären in unserem Fall 0,06 und das Ganze wird potenziert wieder mit den 5 Jahren auch einen Zahlenwert rauskriegen, sodass sich im Endeffekt diese ergeben, was wieder auffällt, aber was nicht überraschend ist. Je größer das M, desto höher die Effektivverzinsung, sprich wir haben mit steigendem M auch größere Endwerte auf den Konten oder auf diesem Konto und hätten dann im schlimmsten Fall, also im stetigen Verzinsungsfall, wirklich fast 27.000, wohingegen es im jährlichen Verzinsungsfall 26.760 grob sind.